Flop. Und fertig. Das soll für erst reichen. So, du weg. Hier graben. Dich weg, dich weg, dich weg. Neues Portal, bitteschön. Gehuta. Du weg, du weg, du weg. Hexenkessel ist da. Zwerge sind ausgeschlafen. 13 Minuten bis zur Welle. Genau, Lager. Dann würden wir jetzt gerne die Goblins töten. Dafür brauchen wir einen Spruch. Den da. So. Sammelt alle Zwerge hier. Ich hoffe mal, die kommen jetzt auch alle. Portal, bitteschön. Genau, einfach rein da. Einfach, ne? Jungs. Ah, das ist nicht schön. Aber es sah lustig aus. Da sind irgendwelche komischen Schatten, die unsere Zwerge verfolgen. Na gut, dann tapselt halt zu Fuß dahin. Ich warte, bis ihr da seid und macht dann ein Portal bei den Goblins auf und dann töten wir alles. Hota! Flop, 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 flop. Was zur Hölle? Wir haben psi-begabte Zwerge, die durch Kraft ihre Gedanken Dreck vor sich her schweben lassen. So, alles abgegeben? Gut. Telekinese. Portal. Dahin und töten, töten, töten. Töten. So, das Ding jetzt aufheben. Weg. Jetzt müssen sie alle hier rauskommen. Schnitzel. So, weg mit euch. Ja, wir haben schon ein paar angeschlagene Zwerge. Das sieht irgendwie nicht ganz so toll aus. Ah, okay, doch. Es sah kurzfristig so aus, als wenn alle Zwerge fliehen würden. Das wäre echt nicht so toll. So, und die doofe Hütte kaputt hauen. Sonst kommen ja gleich wieder welche. Genau. Ton, 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 ton. Falle, ein Spiegel, lauter anderes Gedöns, okay. Bringt das mal nach Hause und ruht euch aus. Und geht Schneeschippen und Bäume fällen und mehr Schneeschippen. Pilze sammeln auch nicht vergessen. Portal da. Du weg, du weg, du weg. Licht. 1, 2, 3, 4, 5, da. 1, 2, 3, 4, 5, da. 1, 2, 3, 4, 5, da. Da, und das müsste es doch gewesen sein. Hantumata, wo denn? Nirgendwo. Okay, weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Hier oben könnt ihr nochmal Hantumatan. Töten, töten, Schneeschippen. Aha. En garde. Nö. Kajan. So, weg damit, weg damit. Stimmt, so klappt das nicht. Da, bitteschön. Er macht vorher noch den Schnee weg. Hey, Jungs. Schnee, weg. Dankeschön. Und nicht wieder runterspringen. Ich weiß, die Versuchung ist groß, dem Zwergenjoch zu entkommen durch einen gewagten Sprung, aber lasst es. Gut. Forschung. Rüstung. Stahlrüstung, was brauchen wir für die... wir brauchen das da unten für die Stahlrüstung. Bücherregal, haben wir schon eins gebaut? Nein. Holz, Bretter, Nägel, Bücherregal. Zwei Komfort, brauche ich gleich mal zwei von. Und guck mal, ob wir die vielleicht irgendwo dazwischen drängeln können bei den Betten. Das wäre echt schick. Also um Komfort zu steigern. Also ja, wir könnten überall diese Felder hinhängen, aber das... Kuckucksuhren. Die hatten wir in der vorletzten Festung, glaube ich. Das könnte man sich nochmal überlegen. Was kommst du denn schon wieder her? Ich würde wirklich, wirklich gerne Portale abbrechen können. Aber es geht anscheinend nicht. Aber so wie die in letzter Zeit am Patcher produzieren sind, die Hersteller von dem Spiel, würde es mich nicht verwundern, wenn es bald kommt. So, du auch noch weg. Du weg, du weg. Alles weg hier.
So, Bücherregal. Geht nicht. Da in die Ecke. Da in die Ecke. Das ist dann unsere Bücherecke. Auch wenn ich wahrscheinlich eh wieder abreißen werde, aber ja. Was brauchen wir nach den Büchern? Kompasszauber. Was haben wir hier? Ein Fass. Holz, Holz. Holz, Holz. Nägel und ich glaube, wir brauchen mehrere Fässer, um mehr Bier zu brauen. Das können wir gleich gucken. Oh, die Essensvorräte nehmen doch langsam ab. Die du und du. So. Voll, 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 voll. Fisch, 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 Fisch. Nein, nein, nicht, nein, 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 nein. Oh. Das ist die ganze Fischsuppe wird runtergepurzelt. So, Fass wird gebaut. Nimm, 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 nimm. Da, Kompasszauber. Was? Kein Crafting-Rezept? Okay. 20 Mana. Wir haben nicht mehr sehr viel, aber ich lege bald eh eine Pause ein. Das heißt, wir können ruhig mal einen Kompasszauber sprechen. Plupp. Schauen wir mal. Genau unter uns. Das ist verdächtig. Genau unter dem Spawnpunkt. Achso, und ihr Zwerge, die gerade so fleißig am Diskutieren seid, geht schlafen, weil in 2 Minuten kommt wieder der Feind. Der ewig währende Feind. So. Also, ihr seid am Schlafen. Kompasszauber ist immer noch aktiv. Keine Kampfbefehle jetzt verteilen, sonst wachen sie wieder alle auf. 2 Minuten. Oh, das muss auch noch alles weg. Wie schaut's aus mit dem Helm? Wir brauchen Stahl. Für Stahl brauchen wir nur Eisen und Kohle. Ich glaube, ich mache mal all unser Eisen und all unsere Kohle zu Stahl. Also ich weiß, ich werde Stahl später noch für andere Sachen brauchen, aber ich hätte ganz gerne erstmal genug Stahl. 50 Stück müsste genug sein. Damit wenigstens alle Stahlhelme bekommen können. Und du fängst schon an zu arbeiten. Du sollst schlafen, du hast nicht mal 2 Herzen. Der Feind kommt gleich, verdammt. Ich weiß, Schmieden ist toll, aber... Mm-mm. Die beiden kuscheln schon wieder. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wo ist Nummer 9? Da ist Nummer 9. Na gut, du willst nicht schlafen, du willst arbeiten und sterben. Na gut, dann mache ich das halt selber. Zeug. Du dienst mir jetzt als Deko-Sklave. So. Dum-di-dum. Ist ja nicht so, als wenn der Feind gleich kommen würde oder so. Nö, ist alles gut. Hast du dir selbst so ausgesucht, Zwerg? Okay, 7 Sekunden. Darfst ruhig nach Hause gehen. Komm, befreien. Und wieder beim Ork. Ausrüstung. Jetzt probieren wir von vornherein mal mit den Bögen das Ganze. Vielleicht klappt es ja diesmal irgendwie besser. So, 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 so. Du hast immer noch eine Holzrüstung an. Das ist... Sammeln hier. Tröre. Warum hast du keinen Helm auf? Achso, das ist ein Grafikglitch, ne? Ihr habt alle einen Helm auf. Ja, okay. Töten, töten. Aufheben. Tocker, 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 komm schon. Schneller schießen, schneller schießen. Oh, erste Tür weg. Das sieht mal richtig gut aus. Das sind ganz schön viele. Zweite Tür weg. Wir brauchen also den Feuerballspruch. Ne? Auch wenn es wieder keine Erfahrungspunkte gibt. Nächster Schwung, Skelette kommt. Töten. Könnt ruhig Abstand nehmen davon. Seid Bogenschützen. Wow, 1, 2, 3, 4 Beholder.
Ey, wie hole ich den hier? Komm. Oh, Skelett. Skelett haut euch wieder ihn. Okay. Nächster Glitch, den wir quasi haben. Beholder kommen nicht durch ein Feld große Dinger durch. Das heißt, man kann sie da feststecken und einfach abschießen. Da müssen sich die Entwickler noch was einfallen lassen. Dass sie sich irgendwie durchquetschen können oder dass sie Blöcke zerstören können. Sonst sind sie halt ein bisschen witzlos. Oder halt zaubern. Beholder sind normalerweise zauberfähige Kreaturen. Sogar ziemlich stark zauberfähige Kreaturen. Und weg. Töte den noch, dann war's das. Du bist eigentlich gar nicht mehr wirklich da, oder? Ist doch schon eigentlich Tag? Ah, wenn dein Kragbrot ist, kann er wohl auch tagsüber umlaufen. Okay. Und plupp. So. Schön abgewehrt. Du bitte weg. Türen einsammeln, Türen neu aufstellen. Und dann fleißig beim Techbaum weiter Richtung Türen arbeiten. Also Eisentüren. Und Steinmauern. Wobei, die Steinmauern sind eigentlich vollkommen sinnlos. Die sind echt nur Deko. Weil die gehen ja eh immer nur durch die Türen durch. Aber na gut. Tür. Tür. Gib mir was zum Bauen. Eine Werkstatt. Davon brauchen wir ganz viele. Großer Tisch. Großer Tisch. Da. Nee, stimmt. Wir haben gar keinen Platz für Werkstätten. Oder ersetzen Werkstätten die Dingensbummens. Werkstatt. Nicht großer Tisch. Werkstatt. Die Werkstatt erlaubt das Verarbeiten von Steinen und ihm eine komplexere Stütze zu geben. Um ihm eine komplexere... Ja, okay. Da steht nicht davon, dass dieselbe Funktion hat wie Werkbank. Das müsste getestet werden. Aber erst müssen die Tische gebaut werden. Stahl wird produziert. Sehr gut. Piu, piu. Schieß gegen die Wände. So, weg mit dir. Oh, das ist gemein. Die sind im Käfig. Taka, 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 taka. Und jetzt noch das Baby-Yeti im Käfig. Und ganz viel einsammeln. Oh. Da. Das muss weg, 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 sonst wächst da wieder dieses doofe Evo-Zeug. Wie schaut's unten aus? Unser Standard-Tunnel. Im Vormann. Auch wenn das hier unten alles mal zugemacht werden sollte. Du. Kontrolle. Zu spät. Wo bin ich? Nein, das solltest du hier nicht. Geh mal weg. Hier unten wollte ich zumachen. Aber gut. Das lassen wir erstmal in Ruhe. Wir haben ja doch recht viel Stahl abgebaut. Daraus könnten wir jetzt mal Helme machen. Stahlhelm. So, so, so. 1, 2, 3, 4. Ja, 3 Stahlhelme. Ausrüsten. Hey, ja, die müssen ja wieder hergestellt werden. Vergesse ich das jedes Mal wieder. Na gut, Schmieden laufen heiß. So gehört sich das. Wollen wir 2 von den Werkbänken zu den anderen Werkbänken machen? Oder einen extra Bereich für die Werkbänke? Wir brauchen hier gar nicht so viel Platz wie eigentlich vorgesehen, oder? Fällt mir gerade so auf. Die Fahrstühle brauchten nur 2. Und nee, 2,5 Blöcke oder irgendwie so war das. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Ah, wo ist das Ding? Werkstatt da. So, Tische sind fertig. Großer Tisch. Schleifpapier. Festhaltezeug. Fundament, so. 2 davon. Passt ihr neben die Schmiede? Nein. Passt ihr auf die Dinger rauf? Nein. Passt ihr neben mein Bett? Nein. Hier könnten sie hin, aber hier oben ist Entspannungsgegend und nicht Arbeitsgegend. Ja. Yeah. Nein, geht auch nicht. Okay, entferne Werkbank.
Hoffentlich passen die daneben. Jo. Okay. Also müssen zwei Werkstätten und zwei Werkbänke reichen. Na, mal gucken. Schließen. Und schwarze Säule. Flupp. Einfach irgendwo hin. Erstmal herstellen. Aber dann haben wir gleich unsere Steinmauern. Was nicht so ganz toll ist wie früher. Weil früher haben wir die Steinmauern ja benutzt, um daraus unsere Wände von der Festung zu machen. Das wollten wir diesmal nicht aus Steinmauer, sondern aus Ziegeln machen. Weil Ziegeln auch gleichzeitig noch Komfort bringen. Das heißt, jetzt sind die Steinmauer echt nur für draußen, zu Deko-Zwecken, weil die ja nicht wirklich angegriffen werden. Aber ja, du, weg. Steinsäule, da hinten. So. Kommen irgendwelche Zombies? Ja, aber nur drei. Das könnten sie auch ruhig eskalieren. Dass wenn man die Gräber nicht abbaut, dass es dann immer mehr werden. Weil so haben wir jetzt jede Nacht drei, vier Skelette, die antanzen. Die jedes Mal Erfahrungspunkte bringen. Wobei das nicht wirklich viel ist. Ne? Also von 9 auf 10 ist schon ein ganz schöner Happen. Für einen Levelanstieg. Oh ja, ich freue mich gleich, jetzt mit den Steinmauern bauen zu können.